Für die kleinen Kinder, die sich dieses Video anschauen, trinkt niemals Sirup pur. Oder Limettensaft. Ja. Ich sehe schon wieder, das Niveau dieses Videos sinkt mal wieder extrem tief. So wie mit gell? So wie mit. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video, gell? Was? Wer nee, was so nennen soll? Ich bin. Ah, okay. So Leute, heute werden wir Eistee kochen und ich wünsche euch viel Spaß. Oh, ich wollte Eis. So, für unseren Eistee haben wir natürlich Tee, dann haben wir so Flaschen, wo wir es reinfüllen wollen, dann haben wir hier Limettensaft und Himbeersirup. Himbeersirup und Wasser und hier so einen schönen Messbecher. Lecker, lecker. Cool, jetzt hatte ich den Flöhe. Nein, aber ich dachte, okay. Alter, die Autos hier, die nerven übel. Gerade, wir müssen mal hier in der Hauptstraße. Ja, das Mikro näher ran klatschen. Klatscht vielleicht was anderes näher. Na, so weit sind wir. So, okay, was steht denn hier drin? Zuerst wird der Pfefferminztee gekocht. Dann werden die Limetten geachtelt. Überspringen wir. Die Erdbeeren geviertelt. Das überspringen wir, wir machen mit Himbeeren. Und in eine Karaffe gegeben. Was ist eine Karaffe? Nein, ja, ich. Nee, du bist eine Flasche, keine Karaffe. Ach, jetzt noch den Limettensaft und den Erdbeersirup sowie das Crushed Eis dazugeben und mit gekochtem Pfefferminztee und dem eiskalten Wasser aufgießen. Den Hodensack in kaltes Wasser hängen. Entschuldigung. Hashtag deutsche Memes. Was ist Crushed Eis? Das, was du gerade eben verzweifelt versucht hast, in die Gefriertruhe zu packen. Das ist Crushed Eis. Ich stopf dich auch gleich in die Gefriertruhe, Alter. Oh, geil. So. Okay, warte, was müssen wir jetzt machen? Pfefferminztee gekocht haben. Ja, warte, wie viel Pfefferminztee brauchen wir? Ich glaube, 2 Liter waren es, weil ich habe den Zettel bei meiner Mutter im Auto vergessen. 2 Liter, ja. Ich hol kurz 2 Liter waren es. Ich hoffe. Also, ich habe jetzt hier eine Schaufel. Komm, wir fangen jetzt an, mal hier uns zu vergraben, Alter. Fang schon mal okay, an. Okay, gut, jetzt bleibt jetzt da stehen. Sekunde. Ja! Bong! Also, wir haben den Pfefferminztee gekocht, Limetten geachtelt, Erdbeeren geviertelt und Sekunde, eine Karaffe gegeben. Ich guck grad nochmal im Weltnetz nach. Jetzt noch den Limettensaft und Erdbeersirup. Alter! Also eigentlich alles rein und dann noch Erdbeersaft. Wie viel? Ja, nee, warte mal, aber deswegen guck ich ja gerade nach. Oh, Alter, du bist so ein Eumel. Ach so, Mann! Ist gut jetzt. Alter, kannst du mal die Fresse halten? Warte. Oh Gott. Ah, geil, dein Sturz hat es zum Ausgehen gebracht. Ich hab's hingekriegt. Ey Leute, falls ihr euer Handy reparieren wollt, bringt's zu mir und zu Carglass. Ja, ist Carglass. Ja, Carglass repariert. Also 2000 Milliliter Pfefferminztee. Okay. So, welches Schwein weiß jetzt, was 2000 Milliliter sind? Ich. Also du hältst es hier mal, okay? Ja, so am besten noch. Mhm. Und dann kippe ich hier den... Wir nehmen doch einfach die Schöpfkelle. Aber sollten wir das nicht durchfiltern? Ja gut. Ja, voll daneben genau geschifft. Genau. Genau deshalb sind wir im Garten, damit wir hier rumschiffen können. Warte, wo sind 2000 Milliliter? Ich glaube hier. Nein, das sind 1200. Das sind zwei... Oh. Alter, bist du so ein Eumel. Jetzt also, gib mal her. Gut. Oh, ich glaube, wir müssen es noch absieben, oder? Egal, wir müssen später rein. Kommt ihr aber früh? Sagte ich nicht gerade, wir sollen den Scheiß noch... Wo ist die Schaufel? Die Schaufel liegt da hinten. Die Schaufel ist in Deutschland. Ja. Ich kann das nicht... Das können wir in Timelapse machen. 7, 8, 9, hier. Muss noch ein bisschen. Sind es genau... 4 Liter Wasser? Nein, da sind nur 3,5. Wo sind wir? Bei, ja, etwas unter 700 Milliliter. Also, hau rein den Scheiß. Warte, wir machen mal die Powerbank an. Da. So, okay, mal. Hilf mir. Du hast jetzt echt nicht ein grobes Sieb genommen, oder? Ein feineres haben wir nicht. Okay, nochmal ein Liter. Gut, rein. Wir haben noch nicht mal ein Dieb, also von dem her. Hier mit den ganzen Aroma. Aroma nie. Oh. Ja, füll mal um.
Lass laufen. Lass es laufen den Berg hinunter. Lass es laufen durchs Tal. Warte, ich hol mir mal kurz ein Haus auf. Und stopp. Meinst du? Ja. So, jetzt werden wir ganz, Liter. Den ganzen schönen Brei hier durchkippen. Mein rechter Platz ist frei, da wünsche ich mir den Brei herbei. Oh, na lecker. Grüne Grütze. Arme Tee. Ich gebe dir gleich einen armen Tee. Hier, willst du das auf deinem Kopf haben? Nein! Flo hat es jetzt schön auf den Kopf bekommen, nicht Lul. Nein, Gott sei Dank. Das wäre meine Frisur zu wertvoll. So. Also, wir haben jetzt hier. Was steht als. Du hast ja voll auf den Stuhl gezappert. Weg damit. So, was so. Steht als nächstes drin? Wie viel brauchen wir? Du musst hochrechnen. Wo ist dein Handy? Ach ja, haben wir ausgemacht. Was ist 50 cl? Nein, Martin, das können wir einfach beide so, warte. Wie viel sind das denn? 250, wir brauchen. Oh, jetzt 100. Komm, jetzt schütteln wir da mal richtig. Ich sehe schon, die kleinen Kinder morgen auf dem Schulfest werden sowas von kotzen. Egal, das war's wert. Wir haben ja einen Tester, gell? Und ja. Einen Kameramann, ich verlinke dich auf Instagram. Ja, weil okay, er hat warte. Ja sonst nichts anderes. Warte, okay. Oh fuck, ich glaube, das läuft aus. Läuft bei dir. So. Warte, Frate, wir müssen erst anstoßen. Hoch der Kolben, nein, das Ding. Oh mein Gott! Klopfer, geil! Mal probieren, ne? Schau, mach lustig. Bei mir läuft es immer weiter. Also, dann bereite ich schon mal die 800 Milliliter Ding vor. Kimbersiedel. Mal schauen, wie die Kimbersiedel schmeckt hier. Ich bin eine Hexe, ich rühre im Hexenkochtopf. Gleich naja. Kommst du rein, Flo. Warte, wie viel sind es hier? 60 cl. Wir brauchen 80. Wir haben 80 also, sind 800 Milliliter, oder? Ja. Dann hau rein das Ding. Hochbekommen. Oh, geil. Oh ja, da kommt schon das Rote. Vor allem das vibriert. Warte kurz. Alter, komm schneller. Ich hab keine Zeit. Ja, hier, warte, mach ich noch ein bisschen. Warte kurz, ich muss auf 800 Milliliter. Sag stopp. Lass laufen. Und stopp. Sehr schön. So. Blut plus Tee. Warte, ich rühr und du kippst langsam rein. Bist du sicher, dass der Topf reicht? Wenn es immer läuft, merken wir es. Ja. Alter, das sieht ja voll crazy shit aus. Okay, kleine Challenge. Wir trinken das pur. Boah! Okay. Warte, ich hol kurz Gläser. Ich hol okay. Kurz Gläser. Und was wollte ich noch holen? Vielleicht einen Löffel zum Probieren. So. Ja, wir machen alle drei aber auch wirklich. Warte, ich gebe hier bitte rein unseren Kameramann. Also, so Leute, hochste Kolben rein, das Ding. Hip-Hop. Ja, leck mich doch am Habe ich das Zeug im Gesicht? Ja, an der Nase. Sieht aus, wenn du Nasenbluten hast. Für die kleinen Kinder, die sich dieses Video anschauen, trinkt niemals Sirup pur. Oder Limettensaft. Na gut. So, Leute, jetzt müssen wir das Zeug nur noch in diese I'm back. Flaschen reinschütten. Ja. Nein, warte kurz. Kommt da noch irgendwas? Warte. Oh ja, stimmt, Leute. Lass mal probieren, ob das überhaupt schmeckt. Ja. Wäre vielleicht etwas lobenswert. Auch ich probiere. Nee, wir probieren gleichzeitig. Ja, okay. Welches Caraman. Okay. Alter.
zu faul zum Laufen oder was? Prost! Schmeckt gar nicht scheiße. Geht voll. Das schmeckt übel gut. Ich würde es am liebsten selber aussaufen. Ich muss gerade nur verschluckt. Also, nicht schlecht, halt noch gell? Halt nochmal fest. Pack am besten den Link zu dem Rezept hier in die Beschreibung. Ah ja, genau. Link zum Ach so, Rezept. Ja, warte, jetzt hältst du mal den Trichter, dass deine Hand auch ein bisschen voll gesabbert wird. Davor halten, vorhalten, vorhalten. Ich halte dich gleich vor, Alter. Das war's mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Abo und ein Like da, abonniert. Ich hab da ein Sonnenbrand. Nicht auch auf YouTube? Ja, Labial Pfiffi heißt er da. Pfeife, nicht Pfiffi. Sein Kanal hier. Das ist eine richtige Pfeife, Alter. Sein Kanal ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns ein Abo und ein Like da. Süffelt Eistee, macht's nach, aber nicht so wie wir im Garten. Und ja, das war's. Lasst uns ein Abo und ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Eureka. Nö.